Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Simotrans. So, wir haben letztes Mal festgestellt, dass irgendwelche Züge nicht den richtigen Weg nehmen, oder die nehmen schon den richtigen Weg, aber es wäre ein besserer Weg da, nämlich indem wir nicht das Eisenerz von hier nach da oben, wo wir gerade waren, fahren, sondern direkt hier links zur Kohlemine, ne? Kohlemine nicht, sag schon, Eisenhütte. Stahlwerk. Eisenhütte, Stahlwerk. Ich glaube, Eisenhütte ist das gleiche wie ein Stahlwerk. Ja. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, welcher Zug. Ne, wir müssen einen neuen Zug da einpflegen dann. Oder wer der Zug, nee, der Zug, der hierher fährt, also von hier nach da fährt, der bringt definitiv das Eisenerz ja. Nicht. Doch, der bringt die Kohle noch rüber wahrscheinlich. Ne, den Schrott auf jeden Fall, der von da kommt. Und die Kohle auch, der kommt hier vorbei. Wahrscheinlich. Gut, dann machen wir einen neuen Zug erstmal fertig. Oh, falsche Taste. Da oben ist es. Da müssen wir hin. Unsere Lieblingslok nehmen wir dann da. Und dann die Waggons hier. Und dann brauchen wir einen Fahrplan. Den gibt's glaub noch nicht, ne? Von hier nach hier. Und da ist ein doppelter Bahnsteig, den können wir eigentlich auf voll laden. Dann machen wir eine neue Linie und die nennen wir Erz. Das weiß ich gar nicht. Komme ich da hin? Nein, da komme ich jetzt nicht hin, das ist doof. Ne, Karte kann ich. Doch, Karte kann ich mit rechts verschieben. Wie hieß denn die Station hier? Südostwald, Hardexen. Neue Linie. Jetzt habe ich das wahrscheinlich dann wieder hingekriegt. Warte mal. Da hat es einen freien Wegpunkt irgendwo gegeben. Den können wir mal schon mal hier gleich löschen. Das war jetzt doof. Hat er das jetzt angelegt? Nein, ne? Es war einfach nur Linie 5. Und fertig und starten wir. Warte, lass mal gerade da hingehen. Der muss da oben lang, ne? Linie 5 ist das. Fahrplan ist passend. Okay, ist schon offen, hat er gesagt. Nicht möglich. So, das heißt, wir müssen das nochmal ändern. Linie 5 heißt jetzt Dexen nach. Nee. Machen wir Erz. Erz. Hardexen. Nach Stahlwerk West. Gut, passt so. Lassen wir so. Gut. So, dann wäre zu überlegen, der Zug, der bis dato da lang kommt. Das müssen wir ja hier am Bahnhof sehen unter Details, oder? Wer da dauerhaft hinfährt, Kohleerz. Dieser Zug, oh, das sind sogar drei, die müssten dann rein theoretisch ja gar nicht dahin fahren, ne? Weil die fahren zur Kohlemine, die fahren zum Kohlekraftwerk, die fahren hier zum Erzbergwerk und dann zur Maschinenfabrik. Das würde bedeuten, das Erzbergwerk könnte man eigentlich auslassen. Wo ist denn das Hardexen? Das hier, diesen, ja. Den können wir da rausnehmen und die fahren nur
die Kohlemine an. Vielleicht muss ich dann noch einen Zug ändern. Oder? Gute Frage, ne? Ich nehme das da raus. Den löschen wir. So, dann fährt er da nicht mehr hin. So, dann sollte der Zug, den wir jetzt hier hingeschickt haben, auch das komplett für die anderen mitnehmen, ne? Da ist nur die Frage, ob das mit dem 100% dann klappt, ne? Wahrscheinlich dann nicht. So, das war das Bahnhofsgelände. Kohleerz. Und Schrott, das ist auch nicht. Der ist es. So, der müsste dann das da unten hinbringen, ne? Hier war ja nix an Erz, oder? Ne, das ist leer. Ist dann zu gucken. Da ist schon genug Stahl. So, was liegt hier bereit? Genau, das sind 1925 Tonnen für das Stahlwerk da. Müssen wir dann auf Dauer gucken, ob wir da noch einen Zug dann nachher umfunktionieren müssen. Ihr Kohleerz fährt da jetzt noch hin, ne? Ich hätte den Plan doch umgebaut, oder? Ach, der fährt noch zum Kohlekraftwerk hier hoch. Okay. Ach, und dann konnte der das mitnehmen, ne? Deswegen war das so. Ja. Gut, wissen wir. Der wartet jetzt auf wen? Niemanden. Wartet auf Freistrecke. Kohle Süd. Ach, da kommt einer. Und der hat das schon bis dahin reserviert, oder was? Das ist jetzt auch doof dann, ne? Müssten wir da ein Signal hinstellen. Fernsignal, ja. Dann würde ich ja schon fast sagen, eher... Dann macht man noch hier sowas, ne? Machen wir auch. Und dann so. Und so. Dann müsste da eine Ausweiche sein. Das brachte ja jetzt nicht ganz viel, dass der da so lange warten muss, ne? Ich hoffe, das ist so passend. Was macht unser Stahlzug? Eisenerz, nicht Stahl. Der ist jetzt gerade hier unterwegs. So, dann können wir gleich sehen, was der mitnimmt. Kommt dann an. Und packt was ein. Ja, der muss ja komplett das alles darüber schaffen. Gut, hat er. Ja, jetzt ist die Frage, fügen wir dann doch wieder das andere ein? Weil die fahren ja hier auch zum Dingens, wie heißt es? Kohle Süd. Fahrplan ist... Ne, der hält gar nicht beim Erz an. Okay. Wie ist mit dem? Der fährt hier hin. Kohleerz ist das. Der Fahrplan ist ohne Erz. Schwierig, ne? Ich glaube, wir setzen das wieder rein. Macht vielleicht Sinn. Lassen den einen zusätzlich pendeln, würde ich sagen.
Das bedeutet, hohle Erz war das. Linie ändern. Eine Kohlemine fährt da hoch bis altes Kohlekraftwerk und auf dem Rückweg, das heißt da einfügen. Das müsste dann wieder passen. Okay. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum der da lang fuhr, ne? Der hat schon entladen, den wir da gemacht haben. Ist das der Zug? Tatsächlich, wow, ist der laut. Gut. Ja, dann haben die jetzt da ganz viel Eisenerz gekriegt, ne? Und sind auch kräftig am Abbauen. Das macht eigentlich unsere Bilanz. 46 ist die Marge, das ist also gut. Oh, Gesamtvermögen 1,2 Millionen. Und dann, ja, 350.000 Miese. Aber das ist kein Problem. Sowas kommt da gerade an. Das war Schrott wohl. Ja, ich wollte es mal offen halten. Bis der nächste Erzzug kommt. Der ist aber noch unterwegs. Die haben sich jetzt hier alle aufgelöst. Ja, guck mal, der wartet da, der wartet da. Ich glaube, das war schon gar keine schlechte Idee, da noch so eine Ausweiche zu machen. Wo fahren wir denn hier noch hin? Ach, da ist noch ein Kohlebergwerk. Okay. Aber sieht ja alles gut aus, ne? Hier ist noch 59. Wie weit ist die Fahrt? Er hat, glaube ich, gerade geladen für uns, ne? Der fährt jetzt hier leer lang, ne? Nee. 22 Tonnen Kohle hat er da mitgenommen. Naja. So. 46. Ich lass mal was schneller laufen. 20 und dann wird er 19. 19 und dann wird er nachgeladen. Okay, der wird dann irgendwann auch überlaufen. Dann wollen wir hoffen, dass das mit dem Bahnhof dann noch klappt. Hier. Wenn da einer immer drinne steht. Auf der anderen Seite kann das nicht so ganz lange sein. Bis er dann wieder Nachschub liefern darf. Gut, haben wir. Hier ist auch gut. Da werden die Teile aufgeladen. So, dann sollte das andere funktionieren. Wie sieht es bei diesem Stahlwerk aus? Da ist alles zurzeit da. Auch nee, Kohle fehlt. Alles klar. Dann müssen wir uns da um Kohle kümmern. Wo ist denn der nächste Zug, der da Kohle hinbringen soll? Ist das der? Maschine, Stahl, Schrott. Jo. Oder fährt er nur bis da vorne? Weiß ich nicht. Nee, der fährt schon noch bis zur Zeche, bis zum Stahlwerk, ne? Und das andere wird ja Blödsinn sein. Wie viel Kohle hat er jetzt mit? 44. Das ist auch nicht viel, ne? Und jetzt hat er Wasser eingeladen. Schrott. Schrott ist wieder hinten. Geht. Monatlich. Oh, sind wir gerade aber am Anfang des Monats, ne? Ja, dort der August. Passt dann schon. Jahresstatistik. Sieht gut aus. Wird laufen. Gut, dann wissen wir das. Ja, das ist jetzt mit der Kohle, ne?
Eigentlich viel zu wenig Kohle, die da gefördert wird, ne? Wie liegt hier? Altenau Stahlwerk. Ist das das Rechte? Nö. Hadexen ist das. Da liegen 572 Tonnen. Ja. Die müssten dann da meinen, ne? Okay, da werden wir uns aber dann wohl in der nächsten Folge drum kümmern. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.